Das auf dem Video sehen könnt, aber das dahinter ist alles Blütenstaub. Die ganze Kamera ist schon gelb und irgendwie ist es dieses Jahr echt krass mit den Pollen. Als Allergiker nicht so ideal. Jetzt gerade in der Alpe Sonnhalde Alpe, so ungefähr oder heißt so sie. Ähnlich. Genau, wir wissen immer nicht genau, wie sie zweimal heißt. Zweimal Alpe war bestimmt nicht drin. Genau, sie war auf jeden Fall super toll.
Das ist eine Demeter-Alpe, wo es Demeter-Käse gibt und der Käse ist wirklich ein absoluter Genuss. Die Bratkartoffeln sind auch der Hammer. Genau, die Bratkartoffeln sind auch mega lecker. Wir haben jetzt Bratkartoffeln mit gebackenem Käse gegessen. Eigentlich wollten wir den Ziegenkäse probieren, aber der war leider schon aus, weil das hier ist wohl noch bekannter, also die Alp ist dafür noch bekannter. Aber der Alpkäse war auch sehr, sehr, sehr lecker. Und der Wirt ist der Oberhammer. Der Wirt ist der Oberhammer. Der ist, allein schon deswegen lohnt es sich hierher zu kommen. Ja, definitiv eine der schönsten und leckersten Alpen, die wir hier bisher im Allgäu getestet haben. Definitiv. Hier geht es jetzt nochmal bergab. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil es hier sehr, sehr rutschig ist auf diesen Steinen. Beziehungsweise ist so ein Geröllweg. Und ja, da geht es schon recht steil und es ist super glatt. Es gibt aber immer Alternativen, wo man auch über die Wiese laufen kann und da ist es definitiv weniger rutschig. Da wir jetzt zeitlich ziemlich spät dran sind, wir sind nämlich noch zum Grillen eingeladen bei Christians Eltern. Eigentlich jetzt schon. Aber ja, leider hat es etwas länger gedauert bei der Alpe, aber die hatten auch echt viel zu tun. Aber lecker war es trotzdem. Genau, lecker war es trotzdem. Deswegen verabschieden wir uns jetzt schon mal, damit wir zügig weiterlaufen können. Wir hoffen, dass euch unsere kleine Wanderung gefallen hat. Wir können euch leider noch nicht sagen, wie weit wir gelaufen sind, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter und so weiter. Wir können nur sagen, wir sind ziemlich kaputt. Wir sind ziemlich kaputt. Wir haben auf jeden Fall die Komoot-App laufen gelassen und werden die auch nachher beenden. Und wir verlinken euch das Profil zur Wanderung auf jeden Fall in der Infobox und es wird natürlich auch einen Wanderbericht zu dieser Wanderung geben, die es dann auf dem Blog gibt und da gibt es dann auch alle Infos zu Länge und so weiter. Auf jeden Fall können wir sagen, dass die Wanderung sehr empfehlenswert ist und auch ein Besuch der Alpe auf jeden Fall mit einzuplanen sein sollte. Das stimmt. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!